Nehmen wir nochmal ein Video mit der Potato Cam. Oder auch Shaky Potato Cam. Wow. Ich versuche ein bisschen abgehackter und langsamer zu reden, weil die Mikroqualität wirklich sehr unterirdisch ist. Hört sich dann vielleicht ein bisschen komisch an, wie so ein dummer Nachrichtensprecher oder so. Also ich meine jetzt nicht Nachrichtensprecher sind dumm, sondern egal. Jedenfalls, was mich an Kraftsport, und ich versuche das ein bisschen weniger shaky zu machen, aber was ich am Kraftsport, okay, geil finde und was ich daran halt zum Teil so mag, ist halt wirklich der Aspekt Leidenschaft, dass man wirklich mit Leidenschaft weiterkommt und Progress macht und sehr viel Progress macht sogar. Und mit Leidenschaft meine ich halt auch, dass halt wirklich Gefühle eine sehr große Rolle spielen und nicht nur analytisches Denken, was halt in der heutzutage oder besonders auch in der westlichen Welt so über, ja, man kann eigentlich schon sagen, überbewertet wird, aber auch überproportional einen überproportionalen Teil des Lebens ausmacht im Job und so weiter. Und nicht nur als Ausgleich, sondern auch so finde ich es deswegen geil, gerade im Kraftsport, aber auch vielleicht allgemein im Leistungssport, dass Leistung, ach Mensch, dass Leidenschaft so einen großen Faktor ausmachen kann und vor allem auch Gefühle. Und da meine ich nicht nur das Gefühl von Wut oder sogar Hass, was einem extrem viel bringen kann und schön die Fast Muscle Fibers aktiviert, sondern tatsächlich auch Liebe. Weil Liebe kann sehr stark motivieren. Also als Beispiel, wenn man jetzt eine extrem starke Liebe zu seinem Hund verspürt oder zu seinen Kindern, dann kann einen das extrem heftig motivieren, stark zu sein für diese ja, für die eigenen Kinder oder für andere Lebewesen, die vielleicht sogar auch leiden. Und ja, diese Form von Liebe kann halt auch Wut erzeugen, also Wut gegen Ungerechtigkeit zum Beispiel. Das ist bei mir sehr stark ausgeprägt. Und das ist eigentlich mein Hauptmotivator. So extrem viel Ungerechtigkeit in der Welt gegen, jetzt rede ich doch wieder normal, scheiße, wegen dem Mikrofon. Ich hoffe, man kann es verstehen. Also es gibt so viel Ungerechtigkeit in der Welt gegenüber Menschen, aber auch nichtmenschliche Tiere und gegenüber der Umwelt. Ungerechtigkeit gegenüber der Umwelt hört sich jetzt komisch an, aber ihr wisst, was ich meine, Umweltzerstörung und so weiter. Und ja, das macht mich einfach so extrem wütend, traurig, also die Form von Traurigkeit ist ja auch ein Gefühl und das spielt dann auch mit rein, also Wut, Traurigkeit, aber auch Liebe, also auch Liebe gegenüber der Natur, Mutter Erde, Lebewesen allgemein, dass da dann halt so starke Ungerechtigkeiten existieren, das macht mich einfach so unglaublich wütend, dass ich jeden Tag einfach nur noch explodieren könnte. Und diese Gefühle lasse ich alle im Training extrem raus. Zumindest so weit, wie es geht, weil wenn ich das wirklich rauslassen würde, würde ich meinen Körper damit einfach nur zerstören. Da würde ich mir alle Knochen brechen und alles. Das würde mein Körper gar nicht aushalten, wenn ich die Wut wirklich expressieren würde in der Vollständigkeit. Also ich halte mich da extrem zurück. Versuche das aber, also deswegen versuche ich aber auch meinen Körper immer mehr und mehr und mehr zu stärken, damit er meine Wut halten kann und aushalten kann. Genau, mehr wollte ich gar nicht dazu reden. Also Gefühle, auch Liebe halt können ein sehr starker Motivator sein für Kraftsport oder Leistungssport.